Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir wie jeden Monatsanfang mein What I Read Next Video. Das heißt, ihr dürft entscheiden, welches der vier Bücher, die ich euch gleich zeigen werde, ich im Monat Juli schon lesen werde. Das Jahr rast an uns vorbei. Das Buch, das im Monat Juni zur Wahlstand bzw. welches ihr ausgewählt habt, ist Divine Rivals gewesen. Ich hatte es im Mai ja schon einmal vorgestellt und es hat schon einmal gewonnen und im Mai habe ich es einfach nicht geschafft, es zu lesen. Aber ich habe es im Juni, nachdem ich es ein zweites Mal gewählt habe, jetzt endlich gelesen. Somit ist mein What I Read Next für den Juni abgehakt, zufriedenstellend abgehakt. Und wie mir das Buch gefallen hat, werde ich euch natürlich im Lesemonat verraten. Ich habe auch dieses Mal wieder ein Motto für euch. Das mache ich ja ganz gerne, dass ich die Bücher quasi unter ein Thema stelle. Sei das jetzt eine bestimmte Farbe, dass alle Bücher, letztens waren alle Bücher lila oder hatten lila im Cover. Dann hatte ich schon alle Bücher mit Farbschnitt, alle Bücher, die quasi der Reihenauftakt zu einer Reihe sind. Und heute haben wir das Motto tatsächlich Rezensionsexemplare, weil ich heute Morgen meine Rezensionsexemplare durchgegangen bin und dachte, ich habe noch genau 4 Stück. Das würde sehr gut passen, dass ich euch die heute vorstelle und ihr quasi auswählen dürft, welches meiner 4 Rezensionsexemplare ich im Juli als erstes abarbeite. So, eins davon habe ich euch bereits gezeigt. Also ich habe natürlich insgesamt 6 Rezensionsexemplare, aber 2 davon bin ich gerade schon am Lesen. Deshalb zählen nur die 4. Ich habe euch nämlich die Tage ein Buch vorgestellt und dachte, das müsste ich eigentlich auch dazu zählen. Aber ich habe es bereits angefangen und deshalb zählt es nicht mehr zu meinem Sub. Man kann sich alles schönreden. Aber ja, es sind noch 4 Stück und die würde ich euch jetzt vorstellen. Das erste habe ich euch, wie gesagt, auch schon in meinem letzten Video in den Neuzugängen gezeigt. Und das wäre Assistant to the Villain. Buch Nummer 1. Diesmal lustigerweise auch mit Farbschnitt. Und ich werde euch jetzt den Klappentext vorlesen, damit ihr wisst, ob ihr dafür abstimmen wollt oder nicht. Schurke sucht loyale Assistentin, exzellente Bezahlung, Aufgaben, Büro- und Verwaltungstätigkeiten, Unterstützung des Teams bei Verbreiten von Angst und Schrecken. Seit Evie Sage als persönliche Assistentin des im ganzen Königreich Renedorn gefürchteten Schurken arbeitet, hat sie sich sowohl an den Anblick abgetrennter Köpfe als auch an die durchdringenden Schreie aus den Folterkammern gewöhnt, die sie erwarten, wenn sie ihrem Boss morgens den Kaffee bringt. Ihrem unverschämt attraktiven Boss, der Evies Herz gehörig zum Flattern bringt. Als sie herausfindet, dass eine fiese Verschwörung gegen den Schurken im Gange ist, ist sie fest entschlossen, ihren Chef zu retten und entdeckt dabei bisher ungeahnte Talente an sich. Buch Nummer 1. Das zweite Buch liegt von allen tatsächlich am längsten hier. Also das würde ich, wenn ihr nicht dafür stimmt, oder wenn ich das Video hier nicht drehen würde, würde ich das vermutlich als erstes lesen, um es abzuarbeiten, weil ich das doch ganz gerne grob in der Reihenfolge mache, in der ich die Bücher auch von den Verlagen erhalte. Ich rede von Riders of the Lost Heart und ich habe eigentlich richtig Bock, es zu lesen, weil es mich so ein bisschen an Lara Croft erinnert, allein vom Cover her. Aber auch das Thema Archäologie so gesehen nicht so ein Standard-Setting ist oder ein Standard-Thema, das in Büchern vorkommt. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil es nicht so dieser Mainstream-Bereich ist. Es ist diesmal niemand, der irgendwo in einem Büro arbeitet oder eine Bürogeschichte. Es ist keine Rockstar-Geschichte, es ist keine Restaurantbesitzerin. Es ist mal wirklich was komplett außer der Reihe und ja, deshalb dürfte das Buch auch hier einziehen. Archäologin Dr. Socorro Mejia, genannt Cory, kann es nicht glauben. Sie fliegt zu einer Ausgrabung in den mexikanischen Dschungel, von der sie schon ihr Leben lang träumt. Es gibt nur einen Haken und der heißt Fort Matthews. Denn nicht Cory, sondern ihr Erzrivale leitet die Expedition. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass es zwischen Cory und dem unverschämt attraktiven Archäologen vor Jahren beinahe zu einem Kuss gekommen wäre. Im Camp geraten die beiden immer wieder aneinander, denn Cory ist sich sicher, sie graben an der falschen Stelle. Um das zu beweisen, muss sie mit Ford auf eine Erkundungstour gehen, zu zweit, in einem Zelt, in der Hitze des Dschungels. Kann das
gut gehen. Buch Nummer 2. Zu Buch Nummer 3 haben ein paar Blogger-Mädels und ich gerade eine Blogtour gemacht. Es ist der dritte Band einer Reihe und ich habe Band 1 und 2 bereits gelesen, hatte jetzt aber allerdings noch keine Zeit, vor der Blogtour Band 3 zu lesen. Das Buch kam auch tatsächlich erst, ich glaube, am Mittwoch oder Donnerstag an und die Tour ging am Montag mit meinem Beitrag schon los. Also ich hatte noch gar keine Möglichkeit, es vorab in den Händen zu halten. Ja, The Fate of the Witch Queen von Verena Bachmann ist eine super schöne Hexengeschichte, die ich auch nur jedem, der das Thema Hexen mag, ans Herz legen kann. Es ist super viel Humor drin, es ist ja einfach schön geschrieben und ich bin froh, dass ich bei dieser Tour dabei sein durfte und bin natürlich auch gespannt, wie die Geschichte nun beendet wird. Ja, ich lese euch natürlich jetzt nicht den Klappentext zu Band 3 vor, das würde enorm spoilern. Ich lese euch den Klappentext zum ersten Band vor. Wenn Magie die Seiten zum Knistern bringt. Die Hexe Anju will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins, endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, in das sie normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. In Lapis Lazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das Anju plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen. Buch Nummer 3. Und last but not least, das letzte Buch wäre Morrigan, wie alles begann. Das ist hier ein Sammelband und es ist auch ein Spin-off zur Chroniken der verbliebenen Reihe, die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe. Die nennen sich Der Kuss der Lüge, Das Herz des Verräters und Der Glanz der Dunkelheit. Ja, hier steht August 24, September 24, Oktober 24. Ich bin mir noch unschlüssig, ob die dann einfach als neuer Band rauskommen und dass es die schon mal gab. Das hier ist auch ein unverkäufliches Leseexemplar. Also das hier ist was komplett außer der Reihe, finde ich ja immer spannend, wenn wir Blogger Dinge in die Hand gedrückt kriegen, die wahrscheinlich so niemals auf den Markt kommen. Also es kann sehr gut sein, dass das Buch später komplett anders aussieht, aber wir Blogger dürfen halt damit arbeiten und es sieht von innen auch echt cool aus mit super vielen Illustrationen und ja, diesen Rahmen, ich weiß gerade nicht mehr, ob die einen bestimmten Namen haben. Ich bin mir unschlüssig, aber es sind halt auch einfach zwischendrin solche Illustrationen. Gefällt mir immer richtig gut und ich bin ja sowieso so ein Morrigan-Fan. Deshalb, musste dieses Buch auf jeden Fall auch einziehen und vor allem, weil es auch einen Forbidden Love Throb hat. Lieben wir. Ja, wird euch jetzt aber natürlich noch den Klappentext vorlesen, der auf Amazon abgedruckt ist. Vor langer Zeit kämpfte das Mädchen Morrigan mit ihrer Familie ums Überleben. Ihre Geschichte spielt in einer Zeit, bevor Leah und Rafe, Kasi und Chase geboren waren und sogar noch vor der Gründung der großen Königreiche. In der illustrierten Schmuckausgabe erzählt Mary E. Pearson gefühlvoll und märchenhaft von dieser langen vergangenen Zeit. Sie lässt die Magie der Vorzeit wieder aufleben und zieht die Fans hinein in Morrigans Geschichte und in die hochromantische Liebe zu einem Jungen, die unter allen Umständen verboten ist. Also ich gehe davon aus, dass ich die andere Reihe definitiv auch noch lesen muss. Ja, aber das hier wäre Buch Nummer 4. Das waren alle 4 Bücher, die ich euch heute vorstellen wollte. Ich werde sie euch natürlich nochmal im Schnelldurchlauf zeigen. Buch Nummer 1 wäre Assistant to the Villain. Buch Nummer 2 wäre Riders of the Lost Heart. Buch Nummer 3 wäre Fate of the Witch Queen. Verschollene Magie. Und Buch Nummer 4 wäre Morrigan. Jetzt liegt's an euch. Mein Schicksal liegt in eurer Hand. Ihr dürft entscheiden, was ich im Juli lesen soll. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.